So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 zusammen mit Wirti. Und da! Amen, Wirti. Einer geht's! Einer geht's im Sterben! Für die Leute, die den letzten Versuch nicht gesehen haben, er ist tot. Stimmt, du hast ja gesagt, kannst abschalten. Ja. Der letzte Versuch war's dann. Ja. Kehr um. Du musst es umkehren. Ah, jetzt hört er auf das Schild. Kann nicht lesen. Gut, weiter geht's. Wie findest du den neuen Anvisierpunkt? Schöner. Ja, ich auch. Aber ich kenne den doch schon von Demon's Souls. Da war der auch nur das. Echt? Oh, okay. Wusste ich jetzt hier nicht. Wusste ich jetzt nicht. Hey, ich hab doch neu auf die gespielt. Du hast zwei Parts mitgeguckt und dann haben wir das letzte Mal. Wisst ihr, wie lange das her ist? Ja, ist gut. Witzige Gegend. Der Ausblick. Ja. Okay, neue Estus. Und neue Gegner. Entfachen. Entfachen. Und Ruhe. Neue Geste. Was ist los? Ich hab 4.500 Seelen. Richtig. Das finde ich nicht fair. Was? Dass ich sie nicht ausgeben darf. Das wurde auch geändert. Wo ist der Mensch, der da gestorben ist? Wo ist der Mensch? Achso! Keine Ahnung. Ja, da unten! Nein, das war er nicht. Das war ein random anderer Typ, oder? Hä, muss der nicht? Ich muss irgendwo, keine Ahnung. Ist er doch der? Nein. Nein. Keine Ahnung. Nein. Hey! Ich verstehe gar nicht, warum das Spiel so schwer sein sollte. Wanted ist doch alle. Ja. Da ist einer. Der rollt sowas in den Abgrund, oder? Oh nein, der hat einfach zu viele Leute angelockt. Trottel. Du wolltest doch alles. Wie kannst du da sterben? Du hast eine Axt, der nicht. Deswegen meinte ich, im ersten Teil war es eine ganz gute Idee, mit der Axt zu starten, weil du einen guten Schaden drückst. Ich will die Feuerfalle nicht abhören. Was machst du jetzt? Mit dem Schild und einem Pfeilbogen. Nicht die Feuerpfeile abwehren. Das mache ich. Könnte der vorbeilaufen und den Typ da hinten zuerst one-hitten. Aua. Oh, du nimmst Schaden. Ja, aber es war nur halt so schlimm, weil ich... Oh, wie viele Pfeile da drin sind. Das war okay, weil ich mir vorher gemerkt habe, dass es dämlich war. Ich finde es übrigens cool, wenn er sein Pfeil anzündet, dass es bei ihm auch kurz aufleuchtet, bevor er losschießt. Ja. Das ist cool gemacht. Gut. Wo lang jetzt? Da lang. Hier sieht eigentlich ein Plan aus. Oh ja, springen kannst jetzt mit L. Ja, also weiß ich auch. Oh, das ist so. Das war schon im Master so. Ach ja, stimmt, das war was. Aber wo will ich hinspringen? Ja, guck mal runter. Oh, wo ist etwas Interessantes? Oh. Ich weiß nicht wo. Du? Wow. 5 Punkte für Gryffindor, würde ich behaupten. Oh. Hi. Damit habe ich jetzt tatsächlich mal nicht gerechnet. Was? Dass da unten drunter einer steht. Hättest du den Hinweis vorher gelesen, hättest du das gewusst. War da oben ein Hinweis? Habe ich auch nicht gesehen. Alle Hinweise lest du, außer den. Hey. Du musst rennen, Domi. Ja. Ja. Ah, da war ein Hinweis. Ja, habe ich gesehen. Die erklärte nämlich den Sprungangriff. Hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, wie ich bis zu dem Bogenschützen springen soll. Ja.
Oh, was auch ein cooles, renne mal und hör auf die und lass den Trigger los. Ja. Ein Stick, so, meine so ich. Nach, so nach dem Motto, hä, wie soll ich denn so weit springen? Spring und lass da den Stick los. Spring. Also spring. Stick loslassen. Siehst du, dann rollt er nicht, sondern bleibt stehen. Das ist cool. Wäre auch cool, wenn er dann Fallschaden kriegen würde. Ab einer gewissen Höhe. Und beim Rollen erst später. Ich bin mir sicher, ob es sogar so ist. Ich dachte lange, es ist so. Was ist los? Ich möchte nicht reingehen. Warum nicht? Weil Domi. Mein Freund wartet. Domi. Bossi wird mit einer Nebelwand gekennzeichnet. Ja, der nicht. Geh bitte durch. Schade. Nein. Fang, meintest du vorhin, dass der komische andere Mensch da auch ein, das komische Denkviech da auch ein, Boss wäre, also der war auch, hatte auch keine Nebelwand. Das war kein Boss. Das war ein Miniboss. Zählt nicht. Das ist auch ein Miniboss. Das. Das ist der Tutorial-Boss. Okay. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ein Boss ist. Ja, nicht mal eine Arena. Du siehst nicht mal eine Arena. Nein, ich sehe keine Arena. Du siehst nicht mal eine Arena. Was, ich Arena? Keine Arena, keine Nebelwand, das ist definitiv kein Boss. Du hast recht. Jetzt, wo du es sagst. Da fällt es mir wie Augen von den Schuppen. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Blutflecke sind. Ich verstehe nicht, warum du, wie du meinen Versprecher, der absolut nicht beabsichtigt war, einfach ignorieren konntest. Welche? Ich will ihn nicht wiederholen. Ich muss das Video gucken. Nein. Und dann fällt es mit dir wie Augen von den Schuppen. Hast du was gesagt? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Hier geht's schon mal nicht weiter. Domi. Ja. Ich muss ihn von vorne ansprechen, oder? Gib ihm doch mal die Hand. Ich will das Schwert da wirklich nicht rausziehen. Warum? Der hat so ein Problem, du musst ihm helfen. Ich will das Schwert da wirklich nicht rausziehen. Wieso nicht? Wie könnte ich das gerade von. Oh, wie könnte ich das gerade von hinten übersehen? Nein, nicht. Ich finde nett, dass du ihm hilfst. Er wird sich bestimmt freundlich gegenweisen. In den Rücken? Oh mein Gott, Domi, das wirst du bereuen. Jetzt ist er stinkig. Das ist der Gundi. Was ist denn falsch mit dem? Der hat eine lange Waffe. Das ist das Problem, der hat eine lange Waffe. Ich find's so interessant, wenn du dir den Tutorial-Boss in Darkstars 1 anguckst und dann den hier. Ja, vergleichbar. Ja, vergleichbar. Vor allem den Schaden, den du hier drückst in den ersten Teil. Ja, vergleichbar. Zu spät, zu früh gerollt. Oh Gott. Gundi kann übrigens wirklich gut springen. Nein! Oh, voll ins Gesicht! Au! Na gut, dass wir den Helm aufhaben. Lassen, Gundi. Du wolltest mich gewinnen lassen! Ach ja, voll ausgemacht! Ey, so, das ist fast die Hälfte. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich möchte. Aber ihr erwähnt, dass zwei Phasen so ein Ding ist in Dark Souls 3. Hast du nicht, aber es ist auch cool. Es ist auch cool und gleichzeitig nicht so cool. Aua. Aua. Oh Gott. Aua. Stirb doch. Stirb. Weißt du, wie viele Probleme ich mit dem dummen Assassin in diesem Kampf hatte? Der Assassin hat keinen Schaden gemacht. Oh, von ihm ist so shit. Oh, Bertie. Mhm. Wie froh ich bin, dass ich die Axt genommen habe.
geht's ja immer. Oh ja, ich Du bin kannst nicht so immer bestimmt. zweimal. Ich meine, ich habe mit den Assassinen auch geschafft. Ja, aber es hätte wahrscheinlich länger gedauert. Ja, ein bisschen länger. Ganz ehrlich, das ist wirklich so eine Sache, die ich durch Dark Souls 1 gelernt habe, weil ich den Anfang relativ häufig gespielt habe. Mit der Axt hast du halt wirklich ein scheiß Moveset, aber kannst guten Schaden drücken. Das ist wahr. Und das ist das, was du für ein Tutorial was brauchst. Mehr Schaden. Wahrscheinlich hätte ich den Bettler nehmen müssen für den meisten Schaden. Die Keule. Ah, die Keule ist nicht schlecht. Obwohl ich sie in dem Teil nie gespielt habe. Es Nein, ich gibt habe so sie eine nur im ersten gewisse. Teil gespielt. Es gibt so gewisse Lieblingswaffe in dem Spiel für mich. Das Uchigatana. Ja, nee. Es gibt kein Uchigatana. Was soll denn das? Doch, gibt's schon, aber. Hat's in dem Teil wenigstens mein übliches Moveset im Gegensatz zu 1. Weiß nicht, ich kann dir gleich zeigen, wo es ist. Welchen Händler muss ich dafür töten? Gar keinen. Zumindest kein Händler. Na, oh, gut. Weil das Uchigatana im ersten Teil einfach shit ist. Ah, Menü öffnen. Okay. Verstehe schon. Ich kann meine Seelen ausgeben. Nö. Wozu? Wozu stärker werden? Du hast recht. Und der steht aber verführerisch an der Klippe. Warte, wie ging das nochmal? Genau, im Dox ist eins. So nicht. Reicht mir. Vision von Abtreten. Aber hurra für Mond. Was? Was auch immer. Was? Apropos Abtreten, ich habe eine Fußmatte. Wir sind ja umgezogen, jetzt haben wir eine Wohnung und dann musst du natürlich auch eine Fußmatte kaufen. Und auf meiner Fußmatte steht, bitte abtreten und da ist ein Sensenmann drauf. So edgy. Ja, so edgy. Damit du bist so kantig. Ja, ich bin voll der kantige Boy. Aber Das wird weißt safe in dem Video so gut. du noch? Ja, ist jetzt endlich mal erklärt. Kantiger Boy. Ja, Tiger, du bist ja auch kantig. Weißt du, wer auch kantig ist? Fully. Tiger. Ja, ist ja gut. Er hat Hunger. Mir egal. Ich fütter ihn nicht. Du fütterst jetzt. Mach mal. Warum brenne ich eigentlich immer noch? Du bist gerade quasi in Menschlichkeitsmodus. Hier ist es halt in entfacht. Oh, okay. Siehst du ein Leben oben links? Ist ein bisschen mehr als vorher, oder? Oh. Das ist auch wie im ersten Teil der Online-Modus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, die Hunde, Domi. Das ist 3 und Hunde, das hast du Gutes gehört. Ich liebe übrigens das Knockback wieder von den Hunden. Sind Platz aus. keine Sorge, das sind die schlimmsten Hunde. Gott! Wie ich auch genau einen Schadenspunkt zu wenig gemacht habe, um den Hund zu one-hitten. Das wird öfter passieren. Die Hunde sind so nervig. Gut. Gehen wir da rein. Ja, geht zuerst da rein. Was heißt jetzt zuerst? Wo soll ich sonst lang? Hat's übersehen. Wieder. Rami. Ja. Ja, Ja. nichts, passt schon. Alles gut. Gut. Da ist nichts. Was hat er für ein schickes Ja, Schwert? gute Frage.
Bin ich mir sicher. Und wieso hat er so ein schickes Schwert und stirbt? Weil er scheiße ist. Er hat eine Axt. Oh, das war der Special Move. Wie kann man die Axt haben und dann nicht dann sterben? Also wie du? Blut. Ja, ja. Ich bin Dark Souls Profi. Ich hab sogar eine Dark Souls. Nein, damit fange ich gar nicht erst an. Nee, du hast keine Dark Souls Schule. Ich bin auf eine Dark Souls Schule gegangen. In Lettland. Ja, ich weiß, es klingt unglaublich. Aber was ist so? Also, ich wohne ja in Lettland und ich habe doch keine Schule gesehen. Ja, weil die gegen uns waren. Sind. Hast du nicht zugehört? Oh, schön. Natürlich. Ach ja. Es hat nichts gemacht. Ja, ach was. Warum darf ich da nicht drauf? Du hast gefragt, warum die gestorben sind. Wer ist gestorben? Ja. Achso. Wer wohl? Oh, wegen dem Uchigatana-Menschen. Ja! Da kannst du jetzt Uchigatana besorgen, wenn es so heißt, bin mir unsicher. Auf jeden Fall ist es ein japanisches Schwert. Du Sneaky. Aber darf nicht. Du Sneaky Boy. Die Ahnung, wie cool er ist. Oh Gott. Irgendwie. Du sneaky little boy. Guck an, wie cool er mit seinem Schwert umgeht. Nicht so wie so ein Barbar wie du mit deiner Axt. Guck ihn an! Er ist bereit! Er weiß nicht ganz, was er tun soll. Er ist quasi umaiwa mu shinderu. Shinderu. Nani? Nani? Ja. Du hast verloren. Ich hab Haigo und Anakin. Und Nani? Ist mir scheißegal. Es ist mir egal, dass es ihm egal ist. Junge, wie viel Leben hast du? Ich nehm dich mal zurück. Hast du dein Schwert gesehen? Natürlich hat er viel Leben. Ja, das ist, was? Gut, dass du jetzt schon eine Erklärung für einen deiner Lieblingsgegner in Kingdom Hearts hast. Würdest du es bitte lassen? Deswegen sind Leute gestorben. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, du musst den ganzen Weg darüber laufen, wenn du hier stirbst. Na, wäre ich doch nur da unten reingegangen. Wäre ich doch nur da unten reingegangen. Oh, in die Säule. Wäre ich doch nur da unten reingegangen. Oh, wäre ich doch nur unten reingegangen. Ja, okay. Dark Souls. Ich meine, so weit ist der Weg jetzt auch nicht. Hm? Ich meine, so weit ist der Weg jetzt auch nicht. Naja, die ganzen Gegner leben halt wieder. Die Gegner bleiben alle liegen. Und das ist seine Seelen. Weh, der steht da jetzt wieder. Ne, der steht da oben. Okay. Geben wir dem Ganzen noch einen Try? Oder gehen wir erstmal unten rein? Ich hab den immer ignoriert. Ich will das Schwert haben. Bis ich OP war und dann habe ich ihn bedient. Ja, was heißt OP? Für ihn OP. Feuerbahnschrein! Das ist nicht der Feuerbahnschrein, an den ich mich erinnere. Aber den wir gebraucht haben. Ich meine, das ist wenigstens mein Schrein. Welcome to the bonfire, unkindled one. Hi. I am a firekeeper. Ne, Axt ist ihren Kopf. I tend to the flame and tend to thee. Sprich mit der Axt. The lords have left their thrones and must be delivered to them.
To this end, I am at thy side. Ah, ich muss ihr gehen zum Aufsteigen. Richtig! Then touch the darkness within me. Oh, berühre sie ganz tief. Take nourishment from these sovereignless souls. Wie soll ich mir das vorstellen? Frag mich. Ich mein, das ist was man machen könnte. Ich werde dich nicht beeinflussen, was du da levelst. Ah ja, übrigens, Belastbarkeit und Konditionen sind jetzt zwei einzelne Werte. Ja, das ist doch nett, oder? Ich war auch kein Fan. Ich meine, 100 Konditionen ist doch schon mal etwas. Und Belastbarkeit, ich darf einfach nichts anderes mehr anziehen. Dann brauche ich das auch nicht erhöhen. Ja, Vitalität voll. Ist einfach nur Leben. Richtig, richtig. Sind Leben. Zauberei sind die FP und ja. Zauberei halt. Zauberei halt. Resistenzen, ne? Ah ja, da oben die Verteidigung. Alles hier erhöht Resistenz. Wie immer. Nein, nein, alles erhöht die Verteidigung. Nicht alles erhöht die Resistenz. Ah ja, das mal. Ja, das stimmt, du hast recht. Flüstert die da eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, das haben wir ja übrigens gar nicht erwähnt. Ich habe das Spiel schon öfters durchgespielt. Da Tommy noch gar nicht. Ich noch gar nicht. Für mich ist sie da blind. Deswegen steht auch blind im Titel. Ja, Tommy spielt blind, also mit einer. Mit einer Augenbinde. Eine Augenbinde, ja. Gehe ich erstmal Full Damage? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ich will die drei Ausdauer haben. Ja, dann mach doch! Na, jetzt ist du mich. Oh, du bist ein Brandfuss. War ein Fehler. Ah, ich wusste es. Entschuldigung, wir müssen nochmal ganz kurz nochmal hoch. Warte, wo kam ich? Von da kam ich. Warum gehst du da hoch? Ja, setz dich zuerst mal ans Bonfire! Wo ist denn dein Bonfire? Versuch Dinge. Das ist kein Bonfire. Das ist ein Bonfire. Was du dabei hast. Was du dabei hast. Du machst dir eins. Ich habe ein Bonfire. Ja. Kann ich das Schwert wieder haben? Ich will den Bonfire woanders hinstellen. Nein. Es gibt eine Mod, mit der du das kannst. Okay. Ich kann direkt von Anfang an reisen. Das Leuchtfeuer ist schon eins. Du kannst dich immer warten. Maximal 3. Weißt du's? Ist nicht gerade viel. Du hast gerade 3, ja. Also ist hier das Minimum, Standard-Minimum 3. Ja. Damit du gezwungen bist, den Schwachsinn auch aufzuverbessern. Du findest Estus-Scherben, mit denen du mehr Estus bekommst. Achso, gleichzeitig. Also, also nicht zwangsläufig mit dem Links zusammenhängt. Was mit dem Bonfeuer. Absolut nicht mehr. Ich finde es auch so besser, ehrlich gesagt. Ja. Du findest auch so Knochensplitter, wie das Zeug heißt. Damit kannst du deine Estus verbessern, also wie viel es heilt. Quasi die Feuerhüterseelen. Aua. Aber das ist schmerzhaft. Tommy, das Schwert ist so scharf, es kann Metall zerschneiden. Ich hätte es gerne. Du kriegst weiter Blutungsschaden, während du tot bist. Ach, guck mal, eine Streitaxt. Das ist eine Waffe für einen Anfänger. Ja. Du willst es wirklich haben, oder? Okay, das ist eine Erklärung. Nötig, oder? Dieses Bond, diese Nebelwand hier. Mach quasi, dass das Gebiet draußen nicht geladen wird, weil du normalerweise nicht da raus willst. Ah, okay. Weil irgendwann ist es an dem Punkt, in dem du nicht mehr da raus musst, und damit das Spiel nicht immer alles in die ganze Umgebung laden muss, sondern nur den Feuerbann schreien, ist dann eine Nebelwand. Okay. Relativ clever gelöst, denke ich. Ja, ist okay.
Aber für Anfänger ist es sehr verwirrend. Für Spieler vom ersten Teil, ja. Lass das doch. Ich hatte gerade noch einen riesen Schriftzug. Was? Kamera, was machst du gerade? Was soll der Scheiß eigentlich? Wieso war der erste Versuch so gut und jetzt ist der Rest also schlecht? Das ist der Versuch, den du normalerweise gegen ihn hast. Aber ich hatte nicht so einen Versuch gegen ihn. Doch, gerade eben. Ja, zweimal. Muss sie zerschlagen, Dummy. Ein Fester. Fester! Ah, was mach ich da? Oh, ist mir egal. Ja, genau so. Hä? Muss ich nicht zerschlagen. Doch, klar. Ich hau da auch immer drauf. Ich habe aber auch ein gutes Schwert als du. Ja, ich hätte auch gerne ein besseres Schwert als ich. Bleib weg! Du geflucht! Ich war's nicht! Schaden drücken, abhauen! Oh ja, lauf da runter, lauf da runter! Oh, wie wär's, wenn du das gleich nochmal machst? Nein, nicht das! Achso, nicht das aus dem letzten Versuch! Oh, manchmal funktioniert sowas einfach viel zu gut. Ich hätte gerne Spitzhacke. Kriegst du noch irgendwann? Ich hätte gerne Spitzhacke. Ich weiß aber nicht woher. Ich hab die nie benutzt. Aha. Du magst also Dark Souls 3. Benenne jeden Standort jeder Waffe in Dark Souls 3. Ich spiele aber immer mit der gleichen Waffe. Warum sollte ich? Aha. Du bist Gamer. Nenn mir 28 Spiele. FIFA. Oh, ja, okay. Tut mir leid. Hat das 28 Teile? Ja. Oh Gott. Das hat, glaube ich, 93 angefangen. Seitdem bringt sie das gleiche Spiel immer wieder raus? Nein, zwischendurch kamen Verbesserungen. Oh, okay. Also, bis 7 oder so. Wenn du das noch weiter schlägst. Oh, ja, wenn du die Tasten zu oft spammst. Ich weiß, ihr macht weiter. Ja. Also ich habe länger kein Dark Souls gespielt, ich muss es wieder abgewöhnen mit dem. Spam, 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 spam. Okay. Ich habe eine Entscheidung getan. Ja. Wir machen ihn später. Wir machen ihn später. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, wird gespielt, ich lache. Andersrum. Nein, Tommy stirbt, ich lache. Oh, der hat eine coole. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, lasst ein Abo da. Ansonsten bis dahin und tschüss. Ja. Ciao.